Hey, hau Kartoffeln, ein weiteres Animal Crossing New Horizons Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start. Und heute erleben wir ein kleines Abenteuer. Ich habe mich nämlich mal endlich daran gesetzt, die Gold- und Stachelmakrele zu fangen. Die einzigen beiden Fische, die mir noch fehlen. Natürlich zeitreise ich nicht, dementsprechend fehlen mir noch diese Fische vom Mai. Aber es gibt natürlich noch ganz viele Fische aus den anderen Monaten, die ich noch nicht habe, logischerweise. Aber die zwei, die waren mir wirklich ein Dorn im Auge. Ich habe die nämlich jetzt einen ganzen Monat lang nicht fangen können. Die sind unglaublich selten. Und jetzt habe ich mich mal dran gesetzt und die besten Tricks und Methoden ausprobiert, um die zu bekommen. Und ich werde sie jetzt in diesem Video mit euch teilen. Die ganze Tortur, und ich muss sagen, ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, die zu fangen. Und habe nur einen davon bekommen. Welchen gucken wir uns gleich im Verlauf des Videos noch an. Aber kurz mal allgemein gesagt, was ich hier alles angestellt habe. Zunächst einmal habe ich mir noch eine Behelfswerkbank gebastelt und die direkt an den Steg platziert, damit ich nicht immer zu mir nach Hause laufen muss, um Sachen zu craften. Und ihr wollt zwei Sachen craften. Das eine sind ein paar Ersatzangeln. Das heißt, nehmt euch schon mal ein paar Äste mit, 3-4 Eisenerze, bastelt euch noch 2-3 Ersatzangeln. Und das andere sind natürlich die Köder, von denen wir, also desto mehr ihr davon habt, desto besser. Ich habe jetzt insgesamt 50 Stück schon gebastelt gehabt. Also ich habe schon auf Vorrat 50 Köder in meinem Lager gehabt, damit ich auf Angelturniere vorbereitet bin oder eben auf solche Fälle, wo ich unbedingt diese Fische fangen möchte. Zum Glück war das jetzt nicht so, dass die Fische schon im Mai wieder rausfliegen, anders als zum Beispiel die Goldforelle oder in der Vergangenheit auch der Huchen. Falls ihr die noch braucht, dann müsst ihr jetzt entweder sehr, sehr lange warten oder beim Falle von der Goldforelle sehr, sehr schnell sehr viele Köder craften. Ihr könnt auch mal gerne in meinem Discord vorbeigucken. Erster Link in der Videobeschreibung. Dort bei Handeln gibt es auch öfter mal Leute, die Köder anbieten. Und auch wenn die eigentlich sehr, sehr einfach zu bekommen sind, ist das einfach sehr zeitaufwendig. Das ist das Einzige, was halt viele daran hindert, viele Köder zu haben. Ihr müsst halt den ganzen Strand entlang gehen, die Teppichmuscheln sammeln, jede davon belegt einen eigenen Slot im Inventar. Das heißt, ihr müsst natürlich auch ein leeres Inventar haben. Das ist erstmal alles wegzubekommen. Dann die ganzen Teppichmuscheln sammeln, dann jede einzeln zu einem Köder weiterverarbeiten, weil wir immer noch kein Batch-Crafting haben, also immer noch nicht mehrere Sachen auf einmal craften können, was wir unbedingt brauchen, gerade was die Köder angeht. Von mir aus macht das auch nur für die Köder. Aber ich denke, da stimmt mir jeder einzelne Animal Crossing-Spieler zu. Wir brauchen eine bessere Methode, um schnell viele Köder herzustellen, weil jedes einzelne Mal einen Köder zu machen, jedes einzelne Mal auf A zu tippen, damit er schneller vorangeht, ist auf Dauer einfach nur ermüdend. Aber ja, ich hatte 50 Köder schon auf Lager, habe mir im Verlauf des Videos, glaube ich, noch 20 erstellt. Also 70 Köder habe ich jetzt hier verbraucht, um meinen gewünschten Fisch zu fangen, beziehungsweise meine zwei gewünschten Fische, Gold- und Stachelmakrele. Die gibt es natürlich nur am Steg zu angeln und ich weiß auch, wie groß die sind, ungefähr so groß wie ein Seebarsch. Das heißt, immer wenn ein kleinerer Fisch aufgetaucht ist, habe ich den direkt weggescheucht, entweder indem ich da am Steg gelaufen bin oder indem ich kurz meine Angelrute ausgeworfen habe, habe gesehen, okay, der wollte anbeißen, habe die schnell wieder rausgezogen, dann war der auch schnell wieder futsch. Aber immer wenn hier die Größe eines Seebarsches aufgetaucht ist, war ich ganz aufgeregt. Und hier ein kleiner Tipp allgemein, falls ihr auf der Suche nach seltenen Fischen seid, dann spielt immer mit Kopfhörern oder benutzt zumindest den Sound vom Angeln. Denn es ist so, dass ihr einfach, wenn ihr euch auf die visuellen Sachen verlasst, psychologisch einfach getriggert werdet, schon zu früh den A-Knopf zu drücken. Denn manche Fische haben es an sich, dass sie erstmal ganz weit weg und dann wieder zum Köder gehen. Und in dem Moment denkt fast jeder, okay, jetzt ist es soweit, jetzt taucht er runter, der Köder, aber es ist noch nicht soweit, ja? Deswegen verlasst euch da wirklich immer nur aufs Audio und nicht aufs Visuelle, ist meine Empfehlung. Ich gucke dann sogar immer weg oder schließe meine Augen, damit ich mich wirklich nur noch auf den Sound konzentriere, damit ich mir da eben ganz sicher bin, okay, jetzt ist es soweit. Und was ich auch mache, ich nehme meinen Daumen vom A-Knopf runter, halte den in einigen Zentimetern Abstand, damit ich eben nicht aus Versehen den A-Knopf zu schnell drücke. Das hat mir wirklich dabei geholfen, auch die Nook-Meilen-Herausforderung der Angellegende zu machen, also 100 Fische hintereinander zu angeln, habe ich schon vor einem Monat, glaube ich, geschafft. Und das eben, indem ich meine Augen geschlossen habe und mich wirklich nur noch auf den Sound konzentriert habe. Das ist jetzt bei Seebärschen oder so nicht weiter wichtig, aber später, wenn es darum geht, wirklich seltene Fische zu angeln, welche Haie oder so, dann verlasst euch wirklich nur noch auf den Sound. Auch bei der Goldforelle, beim Huchen ist es ähnlich. Das sind Fische, die bringen euch wirklich in die Bredouille, wenn ihr nicht sofort den A-Knopf auch drückt. Und wenn ihr das eben mit dem Visuellen macht, dann kann es oft auch sein, dass ihr den A-Knopf zu spät drückt. Wenn ihr euch eben darauf verlasst,
dass wirklich der Köder runtertaucht. Bis das Gehirn das registriert, dauert es länger als nur den Sound zu hören. Glaub mir, das ist wirklich so. Naja, ich habe jetzt wirklich 50, 70 Köder verschwendet beim Steg, habe keinen einzigen von den seltenen Fischen bekommen. Also habe ich mich aufgemacht zu einer Meileninsel. Bei Meileninseln ist es so, dass es natürlich auch da den Steg gibt, dort, wo euch der Dodo hinterlässt. Und der ist ein bisschen größer. Heißt natürlich nicht, dass ihr hier mehr Chancen habt. Aber es gibt tatsächlich Meileninseln, die euch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, seltene Fische zu fangen. Wo zum Beispiel nur noch Fische auftauchen, die eine Größe von 4 oder größer haben. Also die mindestens so groß wie ein Kaiserschnapper sind, sage ich mal. Und da ist es natürlich um einiges einfacher, solche Fische dann zu bekommen, weil ihr eben dann wisst, okay, mein Fisch ist ein großer Fisch, ich bekomme schon mal die ganzen anderen kleinen Fische endlich mal los, die nerven mich nicht mehr, ich muss die nicht mehr verscheuchen und so weiter. Trotzdem, seid euch einfach gewiss, wenn ihr auf der Suche nach Gold und Stachelmakrele seid, ihr werdet so viele Seebärsche fangen, so viele, ihr könnt sie nicht mehr sehen. Also man kann sie ja normalerweise schon nicht mehr sehen, aber gerade da beim Steg, wenn ihr auf der Suche nach Gold- und Stachelmakrele seid, unglaublich nervig. Die haben halt dieselbe Größe, das heißt, das macht es nicht einfacher. Ich habe mich hier dann nach rechts gesellt zum Dodo, damit er mir immer schön applaudiert, wenn ich einen Fisch fange. Übrigens, die kleinere Sorte von den Seebärschen ist dann immer die Kaiserschnapper-Variante und die ist 3000 Sternis wert. Das heißt, ihr könnt hier ruhig, auch wenn ihr merkt, das ist nicht so groß wie ein Seebarsch, trotzdem mal die Angel wieder einfahren, um den Kaiserschnapper zu fangen. Und ich glaube, hier ist es soweit. Ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen. Ich habe schon an der Vibration gemerkt, das ist ein besonderer Fisch. Es hat ein bisschen länger gedauert und der Mahi-Mahi auf Englisch und hier die Goldmakrele auf Deutsch endlich für mich gefangen. Mein Gott, habe ich mich gefreut. Endlich, nach, ich glaube, insgesamt 80 Ködern am Steg, endlich die Goldmakrele gefangen. Die Stachelmakrele habe ich leider nicht mehr geschafft, aber ich war schon happy genug mit diesem Ergebnis. Also, ihr braucht einfach sehr viel Ausdauer, wenn ihr diese Fische fangen wollt. Sehr viele Köder, sehr viel Zeit und im besten Falle auch noch ein bisschen Glück, dass ihr eben auf einer Meileninsel zum Beispiel seid, wo ihr bessere Chancen habt, die zu fangen. Ich hinterlasse euch mal in der Videobeschreibung als zweiten Link auch eine Liste mit allen Meileninseln, wo ihr eben nachgucken könnt, welche euch zum Beispiel bessere Fischchancen ermöglicht. Was ich mich hier noch frage, ist, ob man auf gewissem Abstand zum Steg immer noch einen Stegfisch fangen kann. Zum Beispiel hier, wo ich diesen Kaiserschnapper erwischt habe, hätte das auch eine Goldmakrele oder eine Stachelmakrele sein können. Vorausgesetzt, die Größe hätte gepasst. Ich bin mir da nicht sicher, gerade bei diesen Meileninseln, auf welchem Abstand das noch zählt. Also hier dieser kleine Fisch, wenn das jetzt ein größerer wäre, ich glaube, das würde schon noch als Stegfisch zählen. Aber auf einem gewissen Abstand dann wahrscheinlich nicht mehr so wirklich. Aber rechts und links vom Steg kann es trotzdem noch sein, dass ihr eben einen besonderen Fisch dort fangt. Ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit an dieser Stelle auch mal einen Marlin oder einen Thunfisch schon geangelt. Also das geht auf jeden Fall, aber es darf halt nicht zu weit weg vom Steg sein. Ja, ansonsten denke ich mal, dass viele von euch noch auf der Suche nach der Goldforelle sein werden. Ich kann euch da einfach nur empfehlen, ganz viele Köder zu erwirtschaften und dann eben am Abend euch mehrere Flussquellen zu machen. Also einfach, wenn ihr das Terraforming schon freigeschaltet habt, oben ein paar Flüsse zu machen. Flüsse werden, also beziehungsweise kleine Teiche werden dann zu Flüssen, wenn ihr dort einen Wasserfall noch anbringt, der dann zur unteren Ebene führt. Das reicht schon, damit das ein Fluss ist und damit das eine Quelle ist, vor allem für diese Fische zum Spawnen, also die Goldforelle, den Saibling und den Masulax. Wenn ihr einen von denen fangt, dann wisst ihr, dass die Goldforelle dort auch spawnen kann. Und dann ist es halt einfach nur so, dass ihr euch mehrere am besten macht mit einem gewissen Abstand zueinander, sodass ihr immer vom einen zum anderen laufen könnt, ohne dafür unbedingt Köder zu verwenden. Einfach nur, indem ihr ein bisschen Abstand aufbaut, macht ihr die Chance wieder, dass dann ein Fisch spawnen kann. Also das waren einfach meine Tipps jetzt hier für diese selteneren Fische. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen und ein bisschen geholfen. Ich verabschiede mich wie immer mit einem Shoutout an meine Kartoffelkönige, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vor allem an Annika, The Prophet, Chrisse, Tyson of Us, The Joker, René, Flying Fussel, Matze, Markus, Robin, Marcello, Ralf, Alex, Saini Melsny, Julian, Dario, Kevin, Big Chris TV, Tamara, Lil Assassin, Kuruka, Diana, Tristan, DJ Rocks, Franzi und Freaky. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Viel Glück noch beim Angeln. Boom. Ba-ba-dam. Boom. Ba-ba-dam-bam. United Potatoes. United Potatoes. Potatoes, Potatoes. United Potatoes.